an so Tagen, wenn das Wasser glänzt wie jetzt, geht der kleine Eisbär Lars gerne schwimmen. Wenn er schwimmt, vergisst er alles andere um sich herum und merkt darum nichts vom grossen Schiff, wo in seine Bucht kommt. Der Lars schwimmt fangs fast so gut wie ein Fisch, auch unter Wasser. «Hey, kleiner Fisch, spiel mit mir!» will der Lars rufen. «Nicht so schnell, kleiner Fisch!» will er wieder rufen. Aber rufen geht ja gar nicht unter Wasser. Und der kleine Fisch schwimmt zurück zu den anderen. Der Lars kann schauen, wie er will. Der kleine Fisch ist im grossen Schwarm verschwunden. Auf das Mal kommt etwas über den Lars rein. Er kann sich gar nicht mehr bewegen. Der kleine Eisbär ist im Netz gefangen. Und mit tausend kleinen Fischen zusammen landet er im grossen Schiffsbauch hinein. Der Lars entdeckt eine offene Luke. Das war knapp, weil vor Menschen muss sich der Lars in Acht nehmen, hat ihm seine Mutter gesagt. Wie komme ich nun wieder da raus? Draussen, direkt vor seinen Augen, sind die Eisberge. Nach und doch so weit weg. Noch jemand anderes ist auf dem Schiff. Der Nemo. Die Schiffskatz. Und sie hat keine Angst vor diesen Matrosenstiefeln. Schließlich kennt sie sich da aus. Oder am Ende doch nicht ganz. Ja, wer haben wir denn da? Etwa ein blinder Passagier? Was willst du da, hä? Ich bin kein blinder Passagier, ich bin der kleine Lars und ich will da wieder weg. Aber klar, du Angst hast. Ich habe doch nur gespasset, oder? Hey, Nemo. Zeig gerne die Kralle. Aber schnell jetzt. Es ist gerade niemand rum. Der Nemo geht voraus. Da durch geht's. Wir müssen pressieren. Sie fahren gleich wieder los. Was fährt los? Los, Männer. Ankerlichten und volle Kraft voraus. Befiehlt der Kapitän. Hast du gehört? Sie ziehen jetzt gerade den Anker rauf. Schneller! Da sind wir. Jetzt hast du es geschafft. Das ist zu hoch. Wie soll ich da runterkommen? Dann müssen wir halt zu den Ankerketten. Komm! Schneller, schneller! Jetzt immer der Kette nach. Bis runter zum Wasser. Das schaffst du schon. Spät. Es geht los, muss springen. Aber es ist so hoch. Spring, wie ein Klabautermann, spring doch. Und der Lars kumpelt. Das ist sein grösster Sprung ins Wasser. Auf Wiedersehen, Lars, vergiss mich nicht. Der Lars will den Nemo nicht vergessen. Aber froh ist er, dass das Schiff wieder fortfährt. Weg aus seiner Bucht.